Hallo, ich bin Kai Czonnischwili für das Beat Magazin und ich begrüße euch zu dieser dreiteiligen Serie zum DJ Rotary Mixer Omnitronic TRM 402. In diesem ersten Video werde ich euch erstmal das Mischpult vorstellen und vor allen Dingen euch auch zeigen, was man überhaupt mit vier Kanälen machen kann, wenn man vielleicht so ein bisschen zweideckorientiert ist. Im nächsten Video geht es dann um Equalizer und Isolatoren und dort möchte ich euch so ein unkonventionelles Beispiel zeigen, wie man Equalizer im DJ-Set noch nutzen kann. Und im dritten Video, in dem letzten, werde ich ein bisschen nostalgisch, weil das auch einfach so ein schönes Vintage-Design ist. Und dort stelle ich mir die Frage, welche Konsequenzen eigentlich die digitalen Technologien für das DJing haben. Das ist ein bisschen philosophisch, aber auch cool und es gibt viele Hörbeispiele. So, jetzt starten wir mal. Viel Spaß! Ja, hier sehen wir jetzt den Rotary Mixer Omnitronic TRM 402. Also das steht für Tabletop Rotary Mixer. Ja, und der ist im Prinzip genauso wie der Vorgänger, der TRM 202, zu dem ich auch schon ein ausführliches Video gemacht habe. Den Link dazu findet ihr im Beschreibungstext unter dem Video. Ja, und der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Mischpulten ist der, dass der TRM 202 eben zwei Kanäle hat und der 402 eben vier Kanäle zur Verfügung hat. Ansonsten ist es wirklich identisch. Das bedeutet, wir haben pro Kanalzug einen Lautstärkeregler, einen Zweiband-Equalizer für die Tiefen und die Höhen und dazu haben wir dann noch in der Master-Sektion einen Isolator, womit wir eben, oder einen Dreiband-Isolator, womit wir eben Bässe, Mitten und Höhen komplett killen können. Zum Beweis. Ja, und wie man hören kann, werden wirklich alle Frequenzen komplett gekillt. Und das ist halt eben ziemlich praktisch, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Outro machen möchte und ich möchte alles ganz langsam rausfaden. Ja, ansonsten gibt es hier auch noch einen Mikrofoneingang. Das heißt, hier kann ich Mikrofon anklemmen und das entsprechend hiermit regulieren und auch an- und ausschalten. Ja, eine Kopfhörersektion haben wir natürlich auch, indem ich halt zwischen dem Q-Signal, was ich dann hier über diese Buttons freischalten kann, kann ich eben das Master-Signal mit dem Q-Signal mischen. Kopfhörer kann ich entweder hier vorne anschließen. Ganz cool, wenn ich jetzt zum Beispiel keinen großen Klinkenadapter habe und ich habe den halt zu Hause vergessen, kann ich auch kleine Klinke hier anklemmen. Hier vorne haben wir ebenfalls Kopfhörereingänge mit eben kleine Klinke und große Klinke. Und diesen Mikrofoneingang, den finden wir auch hier am Frontpanel. Ja, ansonsten, wie gesagt, absolut identisch. Schauen wir uns mal die Rückseite an. Ja, die Rückseite ist im Prinzip genauso wie bei dem TR202, mit Ausnahme, dass wir natürlich hier zwei Kanäle mehr haben. Das bedeutet, pro Kanal können wir Line-Quellen, also CD-Player und so weiter anschließen oder eben Plattenspieler über Phono. Wir können allerdings auch dieses Phono-Signal als Line umschalten. Dann können wir das Phono-Signal auch noch über diese Erdungsschraube lauter machen. Und wir haben natürlich noch die obligatorischen Erdungsschrauben für die Plattenspieler. Mastermäßig können wir rausgehen über Cinch oder über XLR. Gleiches gilt für den Booth-Ausgang, also das Monitoring. Das heißt, das kann ich auch über XLR oder Cinch realisieren. Und wenn ich jetzt meine Performance aufzeichnen möchte, zum Beispiel mit einem kleinen Handy-Recorder, kann ich auch noch über Cinch rausgehen. Ja, das war's im Prinzip und jetzt gehen wir mal weiter zu dem eigentlichen Feature von dem Mixer. Ja, die große Frage ist natürlich, was man mit vier Kanälen eigentlich so alles anstellen kann. Also ganz platt, ich kann natürlich zwei Plattenspieler um zwei CD-Player erweitern oder ergänzen. Oder ich könnte zum Beispiel eine virtuelle DJ-Software, Traktor DJ, Serato DJ, dort könnte ich alle vier Decks hier auf die einzelnen Kanäle ausspielen. Meine Plattenspieler kann ich über die Phono-Eingänge ja noch beibehalten, aber über die Line-Eingänge habe ich eben die DJ-Software im Zugriff. Eine andere Möglichkeit, die mir sehr gut gefällt, ist, wenn ich jetzt eine externe Groovebox nehme, hier einspeise und dann mein DJ-Set damit ein bisschen versüße. Also für diese Zwecke habe ich den Electron Octatrack schon angestöpselt. Der hat zwei Stereoausgänge. Der erste Stereoausgang läuft auf Kanal 2, der zweite Stereoausgang auf Kanal 3. Ich habe 8 Spuren, wo ich ganz viele Samples laden kann. Und auf den ersten 4 Spuren habe ich insgesamt einen Beat kreiert, der hier auf Kanal 2 ausgespielt wird. Und die restlichen Spuren, die gehen alle auf Kanal 3 und dort hört man eigentlich nur so ein Blip-Geräusch. Und
Und mit dem Crossfader kann ich eine Effektbatterie auffahren, wo eben alles komplett verwurstelt wird. Und dann habe ich noch unterschiedliche Effekt-Presets, werdet ihr gleich sehen. So, und das Coole ist, ich kann das manuell zum DJ-Set beatmatchen, weil ich das Tempo mit diesen Pfeiltasten erhöhen oder verringern kann. Das heißt, dieses Gerät eignet sich hervorragend, um wirklich ein DJ-Set zu ergänzen. Und außerdem finde ich, passt es einfach ja auch vom Formfaktor super über diesen Mixer. Deswegen kam ich sofort auf dieses Setup. Ja, und jetzt will ich euch mal zeigen, wie ich eben in der Praxis ein DJ-Set mit so einer Groovebox und diesen ganzen vier Kanälen aufpeppen kann. Ja, nun sind wir schon am Ende von dem ersten Video angelangt und ich finde ja so ein schlankes Mixer-Design immer cool, weil das bietet sich an, dass man da drüber noch irgendein schönes Gerät stellt, was einfach so das DJ-Set ein bisschen versüßt. Deswegen habe ich das auch mit diesem Octatrack gemacht, weil das passt halt so schön da drauf. So, im nächsten Video geht es dann um die Equalizer und den Isolator und dort will ich euch ein recht unkonventionelles Beispiel demonstrieren, wie man auch ein DJ-Set damit cool aufwerten kann. Bis zum nächsten Video. Tschüss!